Oh. Bereit? Ja, bereit. Oh nein. Ist das die Luft? Wow. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Er war entsetzlich. Aber ich werd's überleben. Los, weiter. Alter, das hat uns ganz schön viel... Das ist Salazar Slytherins Kryptorium. Das hat uns ganz schön viel an Kraft gekostet. Revelio. Eine Handbuchseite. Das Skriptorium von Salazar Slytherin, ein geheimer und gut geschützter Ort unter Hogwarts, in dem Salazar Slytherin wohl viel Zeit damit verbracht hat, verschiedene langfristige Pläne für die Schülerschaft zu machen und über Unstimmigkeiten mit den anderen Gründern nachzudenken. Oh mein Gott, ey. Alter, ey, das ist doch krass gewesen. Und jetzt noch Imperio. Wir werden wahrscheinlich dann noch Imperio und auch Dings lernen. Avada Kedavra. Ich fürchte, wir werden nie zu einer Einigung kommen. Ich kann nicht einen einzigen von ihnen dazu bringen, auf die Vernunft zu hören. Ich hatte zu hoffen gewagt, dass Godrics Gedanken im Einklang mit meinen eigenen stehen. Dass er versteht, warum das Kaliber des Schülers außergewöhnlich sein muss. Aber er ist der lächerlichen Vorstellung verfallen, dass Muggelstämmige irgendwie genauso fähig sind wie Reinblütige. Er war wütend, als ich meinen Unmut über seine Gedanken zu diesem Thema äußerte. Gedanken, die er noch nicht ausgesprochen hatte. Ich bin die Zwietracht leid und kann die Korridore voller unfähiger Kinder, die sich als Hexen und Zauberer ausgehen, geben nicht länger mehr mit ansehen. Schweren Herzens weiß ich nun, dass ich von hier fortgehen muss. Ich werde die Kreatur in ihrer Kammer im Tiefschlaf versetzen, bis sie von jemandem erweckt werden kann, der meine Ansichten teilt. Ein Nachkomme, der bereit ist, den Schaden rückgängig zu machen, den die anderen so leichtfertig angerichtet haben. Jemand, der die Schule von jenen befreien wird, die Hogwarts nicht würdig sind und die nur dazu dienen würden, mein Erbe zu beflecken. Die Kammer des Schreckens hat er damit versiegelt und den Basilisken darin auch zum Schlafen gebracht. Revelio. Alter, das ist heftig. Das hier hat er gelehrt. Alter. Slytherins Zauberbuch. Sebastian, Ominous, hier drüben ist dein Buch. Hast du was gefunden? Geht nur vor. Sag mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Darf ich mal sehen? Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue? Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Atemberaubend. Ich habe ein ungutes Gefühl bei diesem Ort. Wir sollten hier nicht bleiben. Suchen wir bitte einen Ausgang. Ich will nicht gehen, aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beide hätten wir es nie so weit geschafft. Wir hatten Glück. Wir hätten sterben können. Ja. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Da hat aber auch Ominous recht. Verlasse das Skriptorium. Ich sehe einen Ausgang. Slytherin. Die beste Neuigkeit des Tages. Ah. Das ist natürlich weitaus besser und leichter, als dass man reinkommt.
Ominous, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. Alter. Alter. Das war heftig. Das war richtig, richtig heftig. Wir haben gerade einen der unverzeihlichen Flüche gelernt. Oh Mann, ey. Das ist schon mal ein Umhang, den wir uns nochmal angucken können. Okay. Was haben wir hier? Die Tage, die Nachrichten von Noctua Gaunt. Ach, hier ist noch ein Schal. Okay. So, das hier, das war das Skriptorium. Salazar hat echt sehr viel hier in Hogwarts hinterlassen. Tja, wie man jetzt darüber nachdenkt, ob jetzt Muggelgeborene genauso gut sind oder schlechter sind als Reinblütige. Ich meine, man hat es in der Zukunft ja an Hermine Granger gesehen. Sie war die Klassenbeste. Sie war die Jahrgangsbeste gewesen. Und daher kann man schon sagen, ja, es gibt auch Muggelgeborene, die Reinblütern überlegen sind. Also, man sollte nicht auf die Blutabstammung schauen, was Fähigkeiten der Magie angeht. So, jetzt kümmern wir uns mal um... Wenn Sie kurz Zeit haben. Kümmern wir uns doch einfach mal jetzt um Deke. Ich mag irgendwie, wie er da steht mit seiner Brille. Hallo, Deke. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Deke dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Hört sich wirklich gut an. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Deke schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen, aber wie finde ich ein paar in der Nähe? Deke hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Deke. Okay. Rette ein Testralmännchen, ein Weibchen habe ich ja schon. Kaufe eine Zauberanweisung für ein Zuchtgehege. Okay. Also, ich brauche jetzt also ein Testralmännchen. Muss ich gerade mal gucken. Wo gibt es denn jetzt hier ein... Da? Es ist aber ziemlich weit weg von Hogwarts. Aber gut. Na gut. Puh, jetzt geht's los. Was haben Sie jetzt vor? Ein Testralmännchen zu retten. Oh, hier sind doch auch...
Wow. Ach komm. Weg mit dir. So, ich will... Hier steht schon wieder Foltere. Nein, ich werde nicht Crucio anwenden. Dagegen weigere ich mich, Inferi. Auf das der Toten. Oh. Oh, welch angenehme Überraschung. Ja. Erstmal werde ich jetzt hier ein Männchen mir mal schnappen. Hoppala. Oh. Testrale. Ein Weibchen. Ein Männchen. Komm her. Ein umgefallen. Ruhig. Ich tue dir ja nichts. Oh, der Bau sieht aber auch sehr einladend aus. Was war das hier? Oh. Da fliegt es. Krass. So, jetzt nehme ich mal hier mir mal Seiden... Wolkenschwinge. Komm her. Und hopp. Los, komm, Wolkenschwinge. Wuhu. Ich liebe es, auf ihm zu fliegen. Ich liebe es, einfach auf Wolkenschwinge zu fliegen. Noch ein wenig höher. Oh, ich liebe es. Ey, es ist so schön. Oh, warte mal kurz. Warte, Wolkenschwinge. Hier will ich mal kurz runter. Hier ist noch ein... Altar. So, und runter. Ganz langsam. Ganz ruhig. Ah. Alt. So wie ich Amit kenne, war er bestimmt schon mal hier. Ja. Hui. So. Danke. Hopp. Und wieder zurück in den Schnappsack. Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch gleich... Das sieht mir aus wie ein Löwe. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, in welcher Position der steht. Ich glaube... So herum? Ja! Der Löwe. Ich wusste es. Das sah mir schon so ein bisschen so aus. Cool. So. Ach, schön. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch einmal die Zauberanweisung für ein Zuchtgehege. Dann kann ich auch noch ein paar Sachen noch verkaufen, die ich so jetzt gesammelt habe. Ach, stimmt ja. Es ist ja wieder Hogsmeade. So. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ich weiß nicht. Oh. Hier hat jemand eine Aufgabe für uns. Entschuldige, tust du mir einen Gefallen? Hallo, kann ich irgendwie behilflich sein? Wie geht's dir? Ich bin Zacharissa Tugwood und ich habe ein aufregendes Angebot für dich. Es mag dich überraschen, dass jemand mit meiner offensichtlich angesehenen Abstammung Geschäfte tätigt. Aber ich möchte einfach den weniger Glücklichen helfen. Aha. Die hat eine interessante Haarfarbe. Das ist unglaublich nett von dir. Oh, das war noch nicht alles. Ich habe mit einer neuartigen Schönheitscreme experimentiert. Eine Creme, die unsere glorreiche Schule von den hässlichen, fettigen Pusteln befreit, die unsere armen Mitschüler plagen. Aber mir ging die Hauptzutat aus, Bubotubler-Eiter. Sie wachsen allerdings im verbotenen Wald. Wenn doch nur jemand gegen Bezahlung ein paar für mich sammeln würde. Bubotubler-Eier? Ach ja, stimmt, das hilft. Das hilft wirklich. Woher weißt du, ob Bubotubler
Bubotubler-Eiter hilft. Wie in aller Welt hast du festgestellt, dass Bubotubler-Eiter die Haut reinigt? Zaubersprüche taugen nicht für alle optischen Verbesserungen. Ein falscher Zauberspruch kann zum Beispiel die Augenbrauen komplett verlagern, anstatt sie zu verdünnen. Meine liebe und nun ewig überrascht reinblickende Nachbarin hat das selbst erlebt. Die Ärmste. Ich bin sicher, Schönheitstränken gehört die Zukunft. Ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, diese Welt schöner zu machen. Ich dachte, wenn reiner Bubotubler-Eiter Pickel verursacht, würde eine veränderte Form solche Entstellungen rückgängig machen. Und es stimmte. Okay, ja, ich kann es versuchen. Ich versuche, ein paar aufzutreiben, wenn ich die Zeit finde. Prima! Ich würde selbst gehen, aber ich will nicht. Ich brauche nur ein paar Bubotubler, aber die wachsen wild, also wirst du ein wenig suchen müssen. Wenigstens ist sie ehrlich. Unsere pickeligen Klassenkameraden zählen auf dich. Also los! Fleckenentfernung. In den verbotenen Wald für Bubotubler? Ich hoffe, es ist das Risiko wert. Ach komm. Jetzt haben wir doch schon... wie oft sind wir schon in dem verbotenen Wald gewesen? Und nur für eine Leiche sind wir schon da gewesen. So, erstmal will ich aber... die Zauberanweisung für Deke finden. Und dann gehe ich auch noch meine Dings. Auf geht's nach Hogsmeade. So. Meine Güte, Hogsmeade ist echt groß. Das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Oha. Schon so schnell. Wow. Ich fragte mich schon, wann wir uns wiedersehen. Tja, Mr. Brown, da bin ich wieder. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Ja, einen Augenblick bitte. Ich möchte auch erstmal ein paar Sachen verkaufen. Den werde ich erstmal behalten. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. So, also, er sagt, ich brauche ein Zuchtgehege. Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören. Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Deke. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Klar doch. So, wenn ich jetzt schon mal hier in Hogsmeade bin. Im Schatten der Entdeckung. Ach ja. Fleckenentfernung, das dauert. Dann sammle ich mal gleich Bubotubler-Eiter. Und dann habe ich das Ganze auch schon mal gleich abgefrühstückt. Das muss ich gerade mal überlegen. Testrale habe ich in dem zweiten Teil, also in dem neueren Abteil, was ich bekommen habe, hingesetzt. So, erstmal muss ich jetzt hier um Hogsmeade herum.